So, willkommen zurück bei Let's Play Torchlight 2. Wir sind jetzt also in der Enklave angekommen und auf der Minimap sehen wir schon, da gibt es anscheinend einen Auftrag für uns. Laufen wir mal in die Richtung und Eldrian hat schon was für uns. I thank you for your warning, but it has arrived too late. This alchemist has already come and gone, and it was all I could do to prevent him from entering the enclave. As it was, many Asthalians were injured, and since the confrontation, several more have become ill. We are not sure what is causing it. After his assault failed here, the alchemist carried on southward toward the temple steps. Commander Vale and her vanquishers arrived a short while later and pursued him, hoping to prevent further damage. Okay, also wir haben jetzt das erste Quest quasi abgeschlossen, die Enklave zu warnen. Sind aber zu spät, aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns hier was raussuchen, was uns der alte Mann hier schenken möchte. Schauen wir mal, was es gibt. 67 Damage, 72. Wichtig ist hier auch immer der Attack Speed, der ist hier zum Beispiel schneller. Das haben wir hier 72 und 67. Ich entscheide mich für die, muss aber noch ein bisschen warten, bis ich die nehmen kann. Commander Vale believes that the alchemist might attack the Wellspring Temple in an attempt to reach the Guardian of Water. For what nefarious purpose, I am afraid to speculate. There has been no word from either Vale or the Guardian. Scout the Wellspring Temple and determine if the Guardian of Water is in any danger. So, das ist unser nächster Auftrag. Okay, das sehen wir auch wieder auf der Minimap leuchtet's auf. You just get here? Das ist jetzt ein Nebenquest, das kann ich also ablehnen oder kann es annehmen. Ich werde jetzt hier alle Nebenquests machen, ich möchte ja auch ein bisschen hochleveln. You have received a quest. So, Level 3 bis 4, wir schauen mal, was wir haben. Wir haben Level 3, also passt. Das Quest können wir also antreten. Und die Sounds, die hören sich schon sehr dreist nach Diablo an, aber es war ja auch ein gutes Spiel und wenn man was Gutes kopiert, habe ich da kein Problem mit. Angekrochen. Auch aus Diablo bekannt, dass halt die Uhren fallen sein können. Was ich mich freuen würde übrigens, wenn ihr in die Kommentare ein bisschen schreibt, also ihr werdet das Spiel ja vielleicht auch spielen, ob ihr so mit der Ausrüstung verfahren würdet, wie ich es tue, also zum Beispiel, dass ihr diese Axt, hättet ihr die auch genommen oder hättet ihr einen anderen Gegenstand genommen? Ja, und wie ihr euch ausrüsten würdet. Also würde mich mal interessieren, weil ich bin mir bei manchen Sachen auch unsicher, was ich nehmen soll oder was ich ausrüsten soll. Da würde mich doch eure Meinung in den Kommentaren schon interessieren. So, was will der gute Mann hier? How may I help? Ach, das war das Nebenquest. Ja, schön, dass man das immer so schön durchlässt. Oder zumindest das, was er gesucht hat.
So, da können wir jetzt wieder uns was raussuchen. Oh, die sieht ja klasse aus. Doppelt so viel Damage wie vorher. Na, dann nehme ich die erstmal ein bisschen. Und zweifach gesockelt. Die sind identisch, naja, okay. Den hau ich mir gleich rein. Man kann die zwar später, ja. Wenn man mehrere Steine hat, kann man die dann verbinden. So, die Skelette wollen mich halt ausreden lassen. Bringen denen halt ein bisschen Minion bei. So. Wunderschön. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es ganz vergessen. Ja, die Edelsteine kann man, wenn man zum Beispiel drei vom gleichen Typ hat, bekommt man dann den nächsthöheren Typ, aber am Anfang. Man kann die sich auch wieder zurückholen, man kann dann die Gegenstände zerstören und bekommt dann die Edelsteine wieder zurück. So, was mache ich? Mach mal das wieder hier, meine Spezialattacke. Und jetzt auch ein bisschen auf Fokus was geben. Und auf Strength. Steht noch ein Opfer. Gut. Der Spielfluss ist also viel schöner als in Torchlight 1 noch. Ich kann gar nicht sagen, woran das liegt, aber ich glaube, es sind einfach. Es geht irgendwie flüssiger und ja, die Monster, oder die Creeps, die gefallen mir auch ganz gut. Fallen mir auch besser als im 1er. Wobei das 1er war auch schon gut, ich fand es nur definitiv viel zu kurz. Aber es soll ja wie bei Diablo 1 und Diablo 2 quasi der Sprung sein, dass es halt auch jetzt mal raus aus den Dungeons geht. Im 1er gab es ja nur Dungeons. Und jetzt gibt es hier Oberwelten. Level 6 bis 8, das haben wir bei weitem noch nicht erreicht. Dann laufen wir hier noch ein bisschen rum und leveln. Ach, da ist der nächste. Da können wir aber rein, sehr schön. Und hier auch, gut zu sehen immer, ich muss nur über das Gold rüberlaufen, dann sage ich das schon ein. Muss also nicht draufklicken. Und was will der alle machen? Ja, Nebenquest nehmen wir an. You have received a quest. Man sieht schon, also wenn man die Nebenquests nicht macht, hat man eigentlich gar keine Chance, das Level zu erreichen, um das Hauptquest weiterzuspielen. Das finde ich ein bisschen schade, weil im Gegensatz zu Diablo 2 ist es ja dann auch so, dass die Levels quasi leergefegt sind, also die Ebenen sind leergefegt, wenn man mal drin war. Und kann also so nicht mehr leveln, man muss immer in die Dungeons, um leveln zu können. Wir spielen jetzt das noch fertig und dann ist dieses Let's Play auch erstmal am Ende. So, die erheben sich von den Toten auferstanden. Da kenne ich noch so einen, der das. Naja. Egal. Was bei diesen Klauen, die ich angelegt habe, relativ nachteilig ist, die geben keinen Flächenschaden, also der kriegt immer nur der Gegnerschaden, der direkt vor mir steht. Und alle anderen ja, Nahkampfwaffen, die geben eigentlich Flächenschaden. Also Äxte zum Beispiel oder Hämme. Steht auch auf hier.
Ein bisschen schüchtern heute. So, und was ich jetzt noch mache, ganz wichtig eigentlich, habe ich vorhin vergessen, mein Tierchen auf aggressiv zu stellen, dass es alles angreift, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ansonsten steht es nämlich manchmal blöd in der Gegend rum, obwohl überall Gegner sind. Frag mich, warum das nicht die Standardeinstellung ist. Was ist das denn? Oh Gott. Komme ich da durch? Jetzt kommen die Zombies, die dürfen auch nicht fehlen. Oh, und was geht? Na, endlich. Da werde ich jetzt ein bisschen Heiltrank saufen müssen. Dann trinke ich mal. Sehr schön. Und hier gibt es wieder Fame. Gut. Ups, da wollte ich nicht drauf. Da wollte ich drauf. So. Es gibt nämlich, das ist doch genau, wo ich mir meine... Ja, mache ich jetzt mal das hier weiter. Will ja auch Leben bekommen, sobald ich in Critical Strike lande. Oh, jetzt vernachlässige ich meinen Mana mal ein bisschen. Quest ist aber scheinbar noch nicht abgeschlossen. Sehe ich immer an der rechten Seite, ob da ein Haken dann neben dem Quest ist. Also ich kann die hier ausblenden und sobald ein Quest halt abgeschlossen ist, ist ein Haken eben dran. Das scheint hier jetzt noch nicht der Fall zu sein. Müssen wir also noch ein Stückchen weiter. Da geht's wieder durch, wenn ich das richtig sehe. Wird der nächste Endgegner warten. Noch nicht. Und immer schön jeden Gegner mitnehmen, weil wie gesagt, man muss ja auf seine Levels kommen. Man kann zwar teilweise auch vorbeirennen und stehen lassen, aber wie gesagt, nicht zu empfehlen, hat man ja gesehen. Man muss die schon mitnehmen, um das Hauptquest dann auch ordentlich weiterspielen zu können. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mal was Gescheites gefunden haben. 32, also die ist schon mal besser als die, die ich angelegt habe. Ach, aber hier habe ich sogar noch eine. 50, wow. Okay, jetzt wird es doch langsam interessant. Was hat die? 42, okay. Auch besser als das, was ich angelegt habe. Auch besser. Das ist halt der Part, der immer Spaß macht, wenn man sich so langsam aber sicher nach oben kämpft mit seinen Items. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall, würdet ihr die nehmen?
Also die hat 3 Physical Armor und Mana Recovery brauche ich nicht so dringend, aber dafür hat der andere Physical Armor und Health. Also ich nehme sie jetzt mal. Keine Ahnung, weil vielleicht kann ich dann öfters meine Spezialattacke durchführen. Aber da würde mich auch eure Meinung interessieren, hättet ihr die genommen. Ja, hier, lasse ich jetzt mal. Wäre jetzt auch wieder so ein Grenzfall. Ein Physical Armor mehr, Vitality, pff. Ja. Ich nehme die, glaube ich, doch. Die hat zwar keine Sockel, aber ich habe jetzt auch eh sowieso nichts zum Sockeln. Daher wurscht. Okay. So, jetzt müssen wir dann noch irgendwie runterkommen. Runde, Tor. Gut. Auf geht's. Jetzt muss ich ein bisschen meine Spezialattacken einsetzen, wenn ich schon die Mana Recovery hier habe. Gut. Ah, Fallen Guardian. Also, das sind wir jetzt schon. Ja, geht's gleich zum Bosskampf hier. So, noch irgendwas? 2 Gold, okay. Hier, wenn man hinter Gebäuden ist, sieht man schön. In rot die Gegner. So, ein magisches Item. Muss ich erst identifizieren. Das sieht ja gut aus. Und auch noch ein Set. Die Sache ist jetzt die, wenn ihr das Video schaut und wenn ihr es kurz nach dem schaut, nachdem ich es hochgeladen habe, kann es natürlich auch wieder sein, dass ich dieses Set-Item nicht mehr brauche. Dementsprechend könnt ihr mich einfach mal anschreiben, falls ihr es haben möchtet. Wenn ihr noch am Anfang seid von Torchlight. So, ich mache jetzt schon mal Schluss. In der nächsten Folge gibt es dann hier den Bosskampf zu sehen.